Juhu! Ich bin's wieder und ich bin heute mal wieder spontan unterwegs und habe hier so ein kleines Feld entdeckt, das abgemäht ist, und ich versuche hier mal mein Glück. Ist ein bisschen nah an der Hauptstraße, ist natürlich von der Geräuschkulisse nicht so idyllisch, aber oh, hier sind Brennnesseln. Ja, ich werde hier einfach mal loslegen und ich denke, dass die Chancen auf Münzen hier ganz gut sind, weil die Nähe zur Hauptstraße ist da, und so eine Hauptstraße kann halt auch immer mal ein ehemaliger Handelsweg gewesen sein, und von daher, ja, lege ich mal los. Na gut, das war jetzt nicht so erfolgreich. Aber wenigstens ein Jägermeister. Das nenne ich doch schon mal cool. Obwohl, naja. Aber Jägermeister ist genial, weil... Also beziehungsweise habe ich eine besondere Beziehung zu Jägermeister. Weil ich in Wolfenbüttel geboren bin und da wird der Jägermeister hergestellt. Also ich interpretiere das mal als gutes Zeichen. Na gut, weiter geht's. Ach Gott. Tja. Na, so ist das. Piekfeines Alu. Sehr schön. Nehmen wir natürlich mit. Also, so kann man natürlich... Also, beziehungsweise finde ich immer, dass die Bauern ja meistens erfreut sind darüber, dass man sonnelt auf ihrem Feld, weil letztendlich nimmt man den ganzen Schrott mit, also buddelt den ganzen Schrott raus und nimmt den ja mit, und da werden ja ihre Felder sauberer von, ne? Also bisher nur Müll, vielleicht liegt es hier in der Nähe zu dem Weg, ja, naja, und das Feld ist auch leicht abschüssig, also könnte sein, dass Mitte bis Ende mehr liegt. Nach meinen, also das ist immer so meine Theorie, wenn es regnet, dann fließt das ja alles da runter. Und deswegen denke ich, ist die Chance, da unten was zu finden, höher als hier oben. Aber muss nicht stimmen. Also ihr könnt gerne mal auch berichten, wie das bei euch ist. Oder was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Oh. Tja, ich brauche mal eine neue Schaufel. Und noch tiefer. Ja, sage ich doch. Kommt nichts Gutes bei raus. Müll Nummer 3. Aber okay. So ist es. Und da haben wir auch schon Schrott Nummer 4. Der allseits beliebte Verschluss. Allseits beliebt, besonders bei Sonnenland. Also ich war jetzt eine halbe Stunde auf diesem Feld
und haben nur Schrott gefunden. So, ich werde nochmal in die Mitte gehen. Jetzt ist es weg. Wo ist es? Ah, ja! Ich habe doch gerade noch auf Münzchen meditiert. Eine halbe Stunde auf der Bank. Und es ist ein Knopf. Aha, geil. Ja, so kann es auch gehen, ne? Aber ein Knopf ist immerhin besser als Schrott. Finde ich. Knöpfe finde ich auch nice. Bei dem ist allerdings wahrscheinlich gar nichts drauf. Der ist recht platt, wahrscheinlich so ein Unterlegding. Keine Ahnung, wie die heißen. Ja, aber ganz scharf vorbeigeschrammt an der Münze, würde ich mal sagen, ne? Nicht schlecht. Ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ja, das freut mich doch. Knopf ist doch nicht schlecht. Das ist schon mal ein gutes Indiz. Ja. Ja, wenn er nicht an ist, ne, kann man auch nicht hören. Hier mal wieder ein bisschen Blech. Eine Tube. Guck ich mal, was da drauf steht. Zu Hause sauber machen. Aber es ist wahrscheinlich wirklich, hier ist Ahn. Da, Ahn, Zahnpasta. Keine Ahnung. Hat sich der Bauer die Zähne putzt auf dem Feld. Man weiß es nicht. Es klingt zwar nicht gut, aber ich mag mir das trotzdem mal angucken. Na gut, ein Draht. Schön. Sieht gut aus, hört sich gut an. Aber ist nicht so gut. Schon wieder so ein komischer Stein, der aber offensichtlich eine Funktion hatte. Sieht merkwürdig aus. Wenn ihr was zu diesen Steinen wisst, schreibt es mir bitte unbedingt in die Kommentare. Was ist das? Entweder ist es sehr groß oder sehr tief. Na, ist ja gleich kein Platz mehr für Münzchen. Was zur Hölle ist das? Ein Stück irgendwas. Tja. Weiß man nicht, ne? Schrott. Alu. Aber sogar noch ganz hübsch gestaltet, muss ich sagen. Tja, na gut. Ah, da haben wir den Missetäter. Diesmal kein Jägermeister.
Leider kein Münzchen. Hat sich so nett angehört. Tja, na gut. Schönes Signal. Ach, aber ich sehe es schon. Hier haben wir eine Patronenhülse. Gott sei Dank leer und zerknautscht. Und dann ist auch voll okay für mich. Ja, klingt nicht schlecht. Oh, das ist ja mal hübsch. Die ist ja richtig groß und gleich an der Oberfläche. Krass. Die ist ja mal schön groß und gleichmäßig. Sehr schön. Musketenkugel. Ich mag die Dinger. Ich mag die echt. Nice. Das können wir mal probieren. Na gut. Oh, ich fasse es nicht. Ich habe eine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da. Ach, ist das schön. Ach, Münzi. Guck mal. Ach, ist das schön. Ach, das freut mich aber. Oh, und ich wollte schon fast aufgeben. Fast. Ach, ist das herrlich. Schaut sie euch an. Also, ich finde das ja ganz fantastisch. Das war gar nicht mal so ein gutes Signal, muss ich sagen. Eigentlich schreien die einen richtig an. Das kommt ja immer drauf an, wie die liegen, ne? Ach, ich finde es ja richtig geil, Mann. Ich freue mich. Juhu, Münzi. Man kann natürlich noch nicht sagen, was das für eine ist. Also ich jedenfalls nicht. Aber dass es eine ist, steht fest. Ich zeige die euch später. Mal gucken, wie welchem Zustand die ist. Ich sehe bei Münzen mal ganz schwer was. Ja, na mal schauen. Aber ich freue mich, ey. Es ist so, so genial. Ich habe doch noch eine. Herrlich. Also Leute, eigentlich war ich jetzt auf dem Rückweg und hatte schon Kamera alles weggebaut. Habe sie jetzt noch mal rausgezogen, weil da leuchtet mich was an. Und da soll mich doch der Fuchs holen, wenn das keine Münze ist. Okay, die muss ich mal jetzt ganz vorsichtig freilegen. So, ich habe die jetzt noch ein bisschen freigelegt. Alter Schwede. Na, also der Münzgott ist mir heute hold, würde ich mal sagen. Das ist ja die. Ich hoffe, ich sehe noch was auf der Münze, wenn ich die sauber mache. Aber das ist ja erstmal richtig, richtig abgefahren. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt so sieht. Die ist rot. Aber vielleicht ist es auch keine Münze, aber es ist auf jeden Fall. Ah, es hat schon Gewicht von der Münze. Die ist total rot. Ah, okay, ich sehe, das sind 50 Cent. Okay, ist vielleicht nicht ganz so alt, ne? Ich gucke gleich, dass ich es nochmal aufnehme. Ich sehe jetzt nicht, ob das passt. 50 Cent. Also nein, 50 Pfennig natürlich. Was erzähle ich denn? 50 Cent. Pfennig. Ne? Da dürfte auf der anderen Seite diese Frau drauf sein, schätze ich mal. Weil ich sehe jetzt hier nur die 50 erstmal. Und das ist eigentlich relativ eindeutig. Ich frage mich nur, warum die so rot ist, ne?
So, ich habe jetzt genug. Ich habe jetzt 3 Münzen gezogen. Das waren ja fast meine 3 letzten Pfunde. Und ich bin mehr als zufrieden dafür, dass ich dachte, ich finde keine mehr heute. Und schon ganz enttäuscht war. Und eigentlich finde ich immer Münzen. Oder irgendwas Cooles. Und ja, also ich freue mich total. Ich bin gespannt, was das für Münzen sind. Also die eine typische wäre die Scheide, so eine Scheidemann-Münze. Also um Gottes Willen, ich habe jetzt nicht so übelst Ahnung, ne? Nicht, dass ihr das denkt, aber das habe ich mir irgendwie von damals noch gemerkt. Und ich werde dann die sauber machen und auch noch ein bisschen gucken danach, ein bisschen googeln, was das für Münzen sind und euch die dann präsentieren. Und ja, ich freue mich. Also es ist so ein kleiner Acker hier, so ein kleines Stoppelfeld. Und der Münzgott war mir hold. Danke, Münzgott. Und jetzt kommen die Funde. Und ich sag, ciao.